Wieder geschwind vom Klosteralm zur Hinteralpe. Aufstieg ohne Lift. Hört sich das für dich an? Da hat der Sturm ziemlich gewütet, gell? Jagerhütten. Ja, schaut auch so aus. Ja, der Abstieg zum Gescheitboden ist richtig unangenehm. Es hat im Winterraum ungefähr 8 Grad, das ist der neue Winterraum. Touristen an die Leine steht da, schau. Und Wanderweg 655, Waldmarkweg 622, da verlaufen sie noch gleich. Hallo und Grüße aus Lilienfeld, ich bin Flo dabei und heute geht es auf die zweite Etappe vom Dreisenthaler Rundwanderweg 655. Und da nehme ich euch einfach mit, weil wir stehen nämlich an der Straße und es dauert sicher nicht lang, bis wieder wer kommt. Man folgt der Straße jetzt noch für einige hundert Meter hinein ins Tal in Richtung des Sessellifts. Den Sessellift lassen wir aber auch links liegen und werden den Aufstieg auf die Lilienfelder Hütte by fair means, wie es so schön heißt, zu Fuß erledigen. Dreisner Hütte, Klosteralm, Lilienfelder Hütte, Alm, Gasthaus, Billensteiner, 6,55 in Richtung Muckenkogel. Zur Dreisner Hütte sagen sie da 3¼ Stunden. Na, schauen wir mal, ob wir das zusammenbringen. Ja, wir haben noch 100 Höhenmeter da auf dem Steig eine Vollstraßenquerung und die Corona-Krise hat ihre Spuren hinterlassen. Bessere Aussichten auf die andere Seite, sieht man die Liftstraße und den Sender am Muckenkogel oben. Hat der Sturm ziemlich gewütet, gell? Ja, garstige Stelle da, hm? Vor allem, weil das Holz da auch noch relativ glitschig ist. Da gibt es eine kleine Umleitung. Offensichtlich ist da vorhin noch mal was abgerutscht. Jetzt der Wanderer, neu angelegter Steig. Schöne und sichere Touren auf unseren Wegen wünscht der Wegewart. Wir freuen uns über Ihre Meinung. Naja, bin der Meinung, das habt ihr sehr gut gemacht. Ein bisschen rutschig ist es halt durch den Regen der vergangenen Tage. Wir sind da im Bereich des sogenannten Glatzwies-Sattels. Wissen wir gar nicht, wie der zu seinem Namen gekommen ist. He? Lilienfelder Hütte. Und ein verlockendes Rastmankerl, das nehmen wir jetzt einmal nach einer Stunde Aufstieg. Haben wir uns verdient. Mütterige Lage auf dem Bankerl mit einer schönen Aussicht. Da gibt es gar nichts, das ist ideal gelegen, weil nämlich auch geschützt durch den Wald. Und trotzdem einen tollen Blick da hinaus. Nach der wohlverdienten Rast auf diesen schönen Bankerl geht es jetzt wieder in die Sonne. Ja, es ging da immer am Hang lang, wenn da nicht die Kehre wäre. Stufen! Na, das ist doch nett, nachdem das Gelände da eh immer so rutschig ist. In den Steig haben sie viel Liebe investiert, gell? Jägersteig zur Lilienfelder Hütte. Steig über Kabelstein zur Lilienfelder Hütte. Bitte. Die Lilienfelder Hütte kann nicht mehr weit sein. Da bei dem Gatterl müssen wir durch. Österreichischer Gebirgsverein St. Pölten. Wege dem Ottmar Ferl, der Ferlweg sozusagen. Ja, hinter mir würde die Lilienfelder Hütte zu einer Rast einladen. Die lassen wir mal jetzt aus, weil unsere Mittagsrast machen wir dann auf der Dreisener Hütte. Auf der Hinteralm. Wunderschöne Almböden bei der Lilienfelder Gschwend, da haben wir jetzt den Forstweg genommen. Das ist ein richtig tolles Gelände, mit so einzelnen Baumgruppen, gell? Klosteralpe, Hinteralpe, Gescheitboden, Reisalpenhaus, gelb dann rot. Ja, da müssen wir jetzt da auf dem Steig über die Wiese. Ein Genussabschnitt, nachdem man vorher sehr steil eigentlich angestiegen ist, zum Großteil. Da jetzt auf der Wiesen, da
man sich ein bisschen erholen. Jetzt ist es sehr gemütlich geworden. Die Steigung ist viel gutmütiger, bevor wir da vorne nochmal zum Muckenkogel aussteigen müssen. So, nehmen den Rastplatz in Besitz. Im wahrsten Sinne des Wortes in Besitz, gell? Da haben wir uns das gerechte Rastplatzl ausgesucht. Die Kirche gingen wieder. Da sieht man so einen Berg mit auffälligen Schneisen, Wiesenschneisen drinnen im Vordergrund. Und das ist das Eibel in Dürnitz. Und dahinter, da hat man sozusagen unseren Wegverlauf, der ist ja förmlich vor uns ausgebreitet. Da hat man in Tirol geholt, bei Annaberg. Jetzt draußen geht bei einem Annaberg. Wie, das heute jetzt nicht was verspricht. Meter haben so Muckenkugeln noch ziemlich in sich, gell? Dafür wird man aber mit Blumenschmuck belohnt, mit schönen Klösterpunkten. Aha. Also der Hatscher da auf den Muckenkugel zahlt sich aus, ein wunderschöner Blick nach Norden. Das ist eigentlich hübsch. Hat man einen großen Teil unserer Route im Blick. So, die Aussicht auf den See hinter mir kann nicht ganz mithalten mit der schönen Aussicht vom Muckenkugel hinunter. Eine Kammwanderung vor uns, die uns da hinüber auf die Hinteralm bringt und zur Dreisener Hütte. Da werden wir jetzt Mittag machen. Dreisener Hütte auf der Klosterhinteralpe. Na, auf dem Steig 04a. Ja. Auch wenn der Krater bewaldet ist, der zahlt sich absolut aus. Es ist da landschaftlich ganz, ganz hübsch. Und hat auch immer wieder ein bisschen Ausblicke links und rechts. Dieses Schild lässt uns rätseln. Was will es uns sagen? Da ist das Schild aus und der Berg ist augenscheinlich auch aus. Ja, hervorragende Konstruktion. Hervorragend. Da drüben auch noch Gipfel zum Sehen und Gölder. Grüß da oben. Und jetzt beginnt ein echter Genussabschnitt. Ja, wir wandern jetzt zunächst einmal da auf diesen Muggel da hinüber, in diese Richtung und steigen dann in den Gescheitboden ab. Und vom Gescheitboden geht es dann über die Hahnfeichten und von der anderen Seite auf die Reisalm. Gescheitboden und Reisalpe. Und dort wollen wir auch hin zum Gescheitboden und zur Reisalpe. Und diese Einsattlung, die man da sieht, da ist der Gescheitboden. Da bei dieser Almhütte, wo man das auf der Wiese mit dem Weg sieht, da kommen wir dann vorbei. Ende des Wandergebiets Lilienfeld. Auf Wiedersehen, FVL. Also ab da gelten andere Sitten. Hinter mir bei der Placke, da findet möglicherweise das Vieh ein bisschen Wasser, aber wir wollen das nicht. Da ging es hinunter, rechts zur Karlhof, auch schon über die Wiesen hinaus. Vorsicht, Elektrozaun. Nicht nur das. Vorsicht, nicht mehr diesen Fahrweg da folgen, sondern da in den Wald hinein. Es wäre aber auch kein Wunder, wenn es irgendjemanden in Richtung dieses Ausblicks da ziehen würde. Da sind diese äußerst rätselhaften Vorrichtungen abgelöst worden durch ziemlich rustikale Lösungen. Hütten. Ja, schaut auch so aus. Da hat man wieder eine gelbe Markierung. Ja? Jetzt der Ausblick auf dieses herrliche Almgelände da oben, auf die Kühe. Weil hier beginnt unser Abstieg zum Gescheitboden. Schauen wir mal, wie gescheit das Gescheit ist. Ne? Ganz neue Prank, das Schild 655. Jetzt beginnt der Abstieg in Richtung Gescheitboden, nämlich erst so richtig.
Das Gelände ist da ziemlich steil. Man hat sich da an der schwächsten Stelle irgendwie einen Abstieg zurechtgeschustert. Ja, der Abstieg zum Gescheitboden ist richtig unangenehm. Ist da eine sehr steile Leiten. Da muss man schon ordentlich aufpassen. So bei Nässe ist das ziemlich fad. Ja, siehst du es da. Wir haben es nicht leicht gemacht, sich dem Gescheitboden zu nähern. Der Weg ist gleich gar nicht so gescheit, wie der Name vermuten lassen würde. Da drüben ist jetzt der Schwarzkogel zum Sehen. Ganz unerwartet, ein 655-Schild, Hinteralpe, Klosteralpe, Lilienfeld. Ja, der Gescheitboden ist erreicht, oh, das ist der Gescheitboden. Das gelbe Pfeilchen reißt uns da auf das Steigerl. Da hinten oben würde man den Jägersteig durchgekehren. Und da hat man jetzt, glaube ich, ein Brünnlein. Ist in dem Brünnlein nach Wasser? Nicht günstig, ja, genau, bis mitten da durch, oder? Ja. Nicht schlecht. Steigerl kürzt die Vorstraße ein bisschen ab. Aber recht viel nicht. So, Maschinenweg bleibt es da nicht lang. Reisalpenschutzhaus über Nagellandalm. Da sind wir jetzt im Gebiet der sogenannten Hahnfechten. Da ist auf der einen Seite ein kleines Gräbelein. Und da unten drückt so was Wasser aus. Das ist eine richtige Quelle. Auf einmal entspringt da ein Bächlein. Ein hilfreicher Pfeil. Da ist dann oben geleitet. Da oben kann man den Forststraßeneingriff schon ahnen. Der ist uns noch ein paar Meter erspart. Der Kontrast zwischen den Wegabschnitten könnte hier nicht größer sein. Zuerst hat man also diese wunderbaren Almböden, dann haben wir diese garstige Leiten da oben in Richtung Gescheitboden. Naja, und jetzt hat man die Forstautobahn, die da den halben Berg ausgebaggert hat. Das ist die Gegend aus. Gott sei Dank nicht wirklich Reisealpenschutzhaus, ETK. Na, zum Glück. Touristen an die Leine steht da, schau. Reisalpenschutzhaus, Dreisentaler Rundwanderweg 655. Überkopfweg, Weiser. Ja, da am Anstieg zur Reisalm ist die Wiesen am Anfang erstaunlich steil und mühsam. Sie wird dann mit der Zeit flacher. Also wir haben da die Möglichkeit, die Fahrerstraße zu benutzen oder einen relativ steilen Aufstieg über diese Wiese. Ich glaube, das wird unser Abstieg. Der relativ steile Aufstieg. Ja, die Fahrstraße da ist neu. Und auf meiner Version der ÖK50 ist neu verzeichnet. Die Bäume tragen Markierungen. Also es ist durchaus auch erwünscht, dass man da hinaufgeht. So, das Reisalpenschutzhaus ist erreicht. Und offen hat es nicht mehr, weil die Wirtin ist uns gerade mit dem Auto entgegengekommen. Kontrollstelle, Dreisentaler. Rundwanderweg. Ich nehme mal stark an, dass wir den Stempel da leider auslassen werden. Da war der Gipfel. Da kann man noch in die andere Richtung schauen. Probiere ich einmal. Ne? Also aus gutem Grund wird die Reisalpe wegen ihrer allumfassenden Aussicht sehr, sehr geschätzt. Da drüben kommen wir her. Wir sehen den Sender von Muckenkugel und auch die Hinteralpen mit den wunderschönen Almböden. Wir sehen da drüben Hohenstein und Eisenstein. Wir sehen ein bisschen blass den Ötscher, die Hochschabgruppe nach hinten. Wir sehen da den Göller. Wir sehen da drüben ganz markant den Gipfel. Dahinter das Werda, Schneealpe. Da war Rax und Heukuppe. Da hinten jetzt wieder in Wolken geraten, der Schneeberg. Da drüben ganz. Man sieht Schowa und Ölerkamm und die hohe Wand von hinten. Man sieht da drüben den Unterberg und in Verlängerung Kineck,
und Hocheck. Ja, und da halt unbeschränkt weit hinaus im Vordergrund. Der nächste Muggel da, das ist der Hochstaff. So, das Reisalpenschutzhaus hat einen Winterraum. Dann gehen wir mal rein, da ist ziemlich finster. Es hat im Winterraum ungefähr 8 Grad, das ist der nahe Winterraum. Es ist ungefähr so kalt wie bei uns im Winter. Es gibt ein Tischerl, es gibt Getränke, es gibt die Kasse zum Einmünzen, da gibt es auch Decken und eine Matratze zur Not. Ja, dann verlassen wir die Reisalpe wieder. Stempel haben wir ja zum Glück gekriegt. Haben wir einen aussichtsreichen und lohnenden Abstieg. Wie aussichtsreich, lasst sich schon erahnen. Auf der Hütte hat man gemeint, man kann da in der Sonne sitzen. Jetzt haben wir vielleicht 10 Minuten abgestiegen und das war es aber schon mit der Sonne. Also mit so einer Aussicht absteigen auf dem steilen Wiesel, das macht Spaß. Den zweiten Hinweis könnte man fast übersehen. Da führen wirklich nur Steigspuren hinunter. Neben diesen alten Almweg, immer wieder markiert, hinunter. Wenn der äußerst interessiert, was da auf diesem Baum draufsteht. Reisalpenhaus, 1 Stunde. Okay. Und in die andere Richtung Reisalpenschutzhaus, ca. 60 Minuten. Ja. Das klingt vernünftig. Also beim Tor hat man dieses alte Schild um 6,55 manuell ergänzt. Hof Hohenberg. Ja, da ist der Abzweiger. Denke mal doch, dass es nicht über die Vorstraße geht. Teil ist oben am Baum, aber die Markierung ist da weg. Also ich glaube, das gehen wir nicht. Auf der Vorstraße ist außerdem ein großer Steinmann. Vielleicht ist das ja irgendwie anders gemeint. Da war aber wieder Markierung, schau. Da oben steht der Steinmann da. Schau, ein bisschen mit Rehbügelstation. Zum Rehe niederbügeln. Und Wanderweg 655, Waldmarkweg 622. Da verlaufen sie. Waldmarkweg und der 655er trennen sich hier. Wir biegen also da auf die Vorstraße für ein kurzes Stück ab. Mit blauer Markierung, Furthof. Und da müssen wir jetzt auf dieses Steigerl hinein. Super. Doch gefunden. So geht Markierung, ne? Von beiden Seiten erkennbar, wo es lang geht. Hohenbergiger Blümelbauer. Das ist hübsch da. Das Tal, das geht zur Almarin hinunter. Ah, da wachsen enorme Buchen. Das ist eine, von einer gewaltigen Dicke. Und da ist jetzt das von mir angesprochene Wegkreuz. Und da weisen uns deutlich die blauen Markierungen. Und auch Dreisentaler Rundwander. Ja, das Steigerl da ist nicht sehr viel begangen. Ja, genau, da ist blau markiert. Und schönen Ausblick da nach unten. Ziemlich schmales Steiglein trotzdem. Schauen wir mal, da eindrucksvoll den Gipfel sieht. Im Abendlicht. Ja, da ist die Rinde derart aufgerissen, dass diese Markierung sich zerteilt hat. Wir erreichen einen kleinen Sattelpunkt und da steht Brennalpe, Reisalpenhaus und in die andere Richtung. Schaut, da hat unser altes Schild gehabt. Dreisentaler Rundwanderweg. Ja, da wird da kaum sogar noch mehr felsig. Man soll es gar nicht glauben. So, ein Pfeil kündet von unserem Abstieg, von unserem nahenden, so, dieser finsteren Waldpassage da, war es jetzt enorm, wirklich enorm steil. Also da im Anstieg, glaube ich, bist du am Verzweifeln. Ja, schön Tal heißt es da. Nicht ganz so unrecht, das ist ein total stilles Tal mit ein bisschen einem Vogelgezwitscher. Da vorne läuft sanft aus, da hinten soll es eher steil Tal heißen.
Durchgang verboten, Quellschutzgebiet, Wildfütterung. Bitte an markierte Wege halten, Abgang Furthof. Furthof ca. 30 Minuten. Umleitung. Es ist nicht der Verlauf, der in der ÖK 50 eingezeichnet ist, sondern soll so sein. So, von der Felslandschaft darf man da nicht zu fasziniert sein, dann wird man nämlich dieses kleine unscheinbare Pfeilchen da versäumen. Man darf tatsächlich noch mal von der Vorstraße runter und in den Graben da abschneiden. Ja, diese Lichtstimmung, die stimmt uns noch einmal persönlich, dass wir diese Umleitung da in Kauf nehmen haben müssen und aus dem schönen Tal vertrieben worden sind. Das Tal neben dem schönen Tal ist anscheinend auch ganz schön. Brenner im Reisalpenschutzhaus, ca. 3 Stunden. Rot, dann blau, dann rot. Naja, kann ich bestätigen. Ja. Die Bäume wollen es anscheinend unbedingt durchbringen. Ja, früher wären wir aus dem Tal gesagt hinter mir gekommen. Da ist nämlich das schöne Tal, wo jetzt ein Abweisern der Schranken ist und alles versperrt. Da sind bereits die ersten Häuser, die man auf dem Weg nach Furthof erreicht. Die Etappe ist zwar nicht weit, aber lang. Also es ist 1 Kilometer, sind es 24. Das ist jetzt, ja, das ist in Ordnung. Höhenmeter 1500, das ist schon. Und die Höhenmeter haben sie zum Teil wirklich sehr in sich. Vor allem gibt es auch ziemlich knifflige und bei Nässe wirklich zum Teil, sag ich mal, heikle Passagen, die alle Konzentration erfordern. Und damit ist es erstaunlich anstrengend. Ein schönes Gebiet. Es sind herrliche Fernsichten. Es war auch die ideale Jahreszeit. Ja, morgen Dreisenthaler Rundwanderweg 655 in Furthof geht da. Das wäre der Etappenstart. Wir gingen jetzt noch bis zur Furthofer Straße. Schaut da bei der Station Furthof, Furthofer Straße. Fußpflege, die kann man dringend brauchen. Buswartehäuschen-Idyll. Na, wer sagt's denn? Es war das nämlich endgültig. Zweite Etappe auf dem Dreisenthaler Rundwanderweg 655 von Lilienfeld nach Furthof. Ich bin Flatterbei und weiter geht's bei hoffentlich auf der dritten Etappe vom Dreisenthaler Rundwanderweg. Und falls nicht, vielleicht sichten Sie einmal auf eine andere Tour. Ja. Alles nochmal probieren. Jetzt kannst du einmal die ganze Eleganz demonstrieren. Blöderweise kommen wir von dort aber schon her, das heißt, wir wissen, dass dort hingeht. Wir dachten ja gern wissen, wo es in die andere Richtung hingeht, oder? Idyll der forstlichen Waldnutzung in seiner gesamten Pracht, dass man sich fragt, wann der Gleisschotter jetzt mit Gleisen versehen wird. Rechts? Nein, nicht rechts, oder? Links? Also, wir gehen auf jeden Fall ab und ich weiß nichts. Sollte ja nichts labern. Wenn die Scheitung losgeht, trifft man fast keinen Menschen mehr. Ja, außer die Hüttenwirtin, die dann mit dem Auto runtergefahren ist. Da könnte man jetzt noch 6,55 hinschreiben, wenn man einen Stich mit hätte. Also Stöcke wieder auseinander und munter drauf losgehampelt. Ja, tatsächlich, das Sprudelwasser. So da. Das Gipfelkreuz geben wir uns auch noch. Wird das Gipfelkreuz von der Baumauer sichtbar.